Also, ich möchte Sie vielmals wieder hier in diesem Rahmen begrüßen zu unserem Diskussionsforum hier im Herbst. Dabei sind wir ja nur Bürger, die mit ihren Familien ein ordentliches, lebenswertes Leben führen wollen. Ja, seit unserem letzten Treffen mit Herrn Wimmer hat sich ja die Situation wesentlich zugespitzt. Der Syrienkrieg entwickelt sich dramatisch voran. Wir hatten also eher so eine Aktion, dass die Amerikaner die syrische Armee eine Stunde lang, natürlich rein zufällig und aus Versehen, mit noch dazu Brandbomben beworfen hat. Danach wurde ein Konvoi in Brand gesetzt, der mit Hilfsgütern unterwegs war. Zum Glück war eine russische Drohne oben drüber und hatte gefilmt, dass da Kämpfer des IS in der Nähe des Konvois waren. Das wollte man auf jeden Fall den Russen ja wieder anlasten. Daraufhin hatten dann die Russen ihrerseits, glaube ich, drei Raketen losgeschickt, die in der Nähe von Aleppo einen Bunker getroffen haben, in dem 30 Offiziere getötet wurden. Und diese Offiziere waren Israelis, Saudis und Amerikaner. Wurde natürlich nicht weiter diskutiert, weil es hätte ja die Frage gestanden, was machen die dort? Daraufhin wollen die Amerikaner jetzt einseitig über Syrien eine Flugverbotszone errichten. Und das bedeutet eindeutig Krieg. Krieg zwischen den USA und Russland. Und wir lesen immer wieder in den Medien, dass es da eigentlich ja um einen Bürgerkrieg geht, nämlich der Bürger gegen den Tyrannen Assad. Ein Ex-Offizier der CIA hat gesagt öffentlich, wir kreieren die Terroranschläge ja selbst. Ashton Carter nimmt für die USA das Recht in Anspruch, einen nuklearen Erstschlag zu führen. Alles Töne in einer Radikalität und einer Klarheit, die uns zu denken geben müssen. In Sachsen haben wir auch wieder unsere Erlebnisse gehabt. Das rechtsradikale Sachsen, was immer wieder in den Medien auftaucht, das unflätige Dresden, das braune Bautzen. Wir werden mit jeder Bemerkung oder die Menschen oder die Bürger mit jeder Bemerkung, die wird ausgeschlachtet und in den Medien hochgebracht. Dabei hat ein grüner Politiker, nachdem in Dresden auf einer Baustelle von uns letzten Freitag eine 2-Zentner-Bombe gefunden wurde, hat dann getwittert, in Dresden ist Fliegerbombe in den Trends. Das lässt dir hoffen. Do it again. Und wir kennen ja den Spruch einiger von der Antifa, Bomber Harry, to again. Ich glaube, perverser kann man gar nicht mit der Geschichte und dem, was aus diesem Leid damals erwachsen ist, hier umgehen. Auch wenn die Auch wenn ich selbst die offiziellen Zahlen bezweifle, die da irgendwas zwischen 25.000 bis 150.000 Opfer in Dresden veröffentlichen, sondern wenn man mit den Menschen spricht und den vielen Flüchtlingen, die in Dresden zu dieser Zeit waren, war die Opferquote wahrscheinlich viel höher. Wir hatten in Dresden den Tag der Einheit und wenn man ihn genau betrachtet hat, erinnerte das irgendwie an eine DDR 2.0. Es sah aus. Das erinnerte mich an den 40. Jahrestag der DDR. Drin feiert die Regierung, draußen harren die Regierten. Und auch die Sprüche sind wieder ähnlich. Honecker sagte zu der Zeit, nicht die Eliten sind das Problem, sondern das Volk. Und den gleichen Satz brachte unser Bundespräsident vor nicht allzu langer Zeit. Aber vielleicht doch etwas Gutes, nämlich die SED verlor damals die Rückendeckung durch die Sowjetunion und damit war die Veränderung möglich.
Vielleicht sind jetzt Veränderungen möglich, wenn die Regierung und Brüssel die Rückendeckung der Amerikaner verliert, weil sich vielleicht in Amerika die Dinge auch anders entwickeln, wie das bei uns die Eliten wollen. Vielleicht verliert die USA weiterhin in ihren Einsätzen, denen sie gewonnen ist, die Kontrolle. Der Dollar ist bei der Überschuldung der USA höchst gefährdet. Alles Dinge, die vielleicht oder die mit Sicherheit in Zukunft Einfluss auf uns haben werden. Dann sprechen wir immer von Globalisierung als das einzig Wahre, das Rettende. Dabei muss einem klar sein, dass mit der Globalisierung der Nationalstaat untergeht und ohne Nationalstaat gibt es keine Demokratie. Also wer von Demokratie redet, muss sich auch für den Erhalt der Nationalstaaten einsetzen. Wir erleben den Kampf, und das ist sicherlich spannend in der heutigen Zeit, zwischen einer der unipolaren Welt des Westens und der multipolaren des Ostens. Dabei hat sicher jedes Land seine Interessen, und da haben wir uns schon im Vorgespräch mit Herrn Wimmer ausgetauscht. Da braucht man sich nichts vormachen. Interessen sind immer gebunden für das jeweilige Land, für die dort herrschende Elite. Aber ich glaube trotzdem, dass, wenn die Menschen vernünftig sind, man immer einen für alle erträglichen Kompromiss finden kann. Und darum geht es im Leben. Was bedeutet eigentlich immer dieser vielgepriesene Begriff der offenen Gesellschaft? Geht es da wirklich um das friedliche Miteinander, das Leben, oder wollen bestimmte Eliten einfach nur den Mensch als Ressource überall verfügbar und jederzeit zugriffsbereit? Und wenn es mal Widerstände gibt, dann spiele ich den einen halt gegen den anderen aus. Und dann noch unsere Bundesregierung mit ihren Spitzenkandidaten Herrn Tauber. Tauber sagte neulich, alle, die nicht für Merkel sind, sind Arschlöcher. Und daraufhin hat die Landesregierung in Thüringen sofort mal 35.000 Euro locker gemacht, und zwar für einen Analsex-Workshop. Geld, was man gleichzeitig den Kindern bei Schulreisen weggenommen hat, und das in ein Land, das eigentlich von seinen Ingenieuren und seiner Leistungsfähigkeit gelebt hat und davon partizipiert hat, der spielt der Analsex eine höhere, größere Rolle wie das Lernen von ordentlichen mathematischen und physikalischen, naturwissenschaftlichen Kenntnissen. Ja, und man hat dann auch das Gefühl, dass mit alledem den Drang der Frühsexualisierung der Krieg gegen die Familie geführt wird. Und da sagte schon Rousseau, die Familie ist die älteste aller Gemeinschaften und sie ist die einzige natürliche. Und ich glaube, wenn wir einfach nur ein einfaches Fundament suchen, dann kommen wir vielleicht weiter. Und jetzt möchte ich gerne das Wort übergeben an unseren Gast und nochmal mit einem Applaus hier begrüßen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist ja jetzt innerhalb von einem Jahr mein dritter Besuch hier. Die Zeiten sind offensichtlich danach, aber ich muss Sie natürlich auch ein bisschen beruhigen. Unsere Liebe zu Bautzen hatten meine Frau und ich schon vorher entdeckt. Weit vorher. Wir sind hier durch die Innenstadt gelaufen und wenn Sie es nicht weiter sagen, hier gibt es in der Nähe der großen Stadtkirche eine wunderbare Cocktailbar und die kannte ich, bevor ich Herrn Drews kennenlernte. Also vor diesem Hintergrund, Bautzen liegt uns. Das hat vielleicht noch etwas damit zu tun, wenn man sich hier auf der Straße bewegt, ich sage das jetzt als purer Rheinländer, hier lächeln einen die Leute an. Das ist ganz ungewöhnlich. Das findet man nicht an allen Plätzen unseres Landes. Und vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass hier eine der nationalen Minderheiten in einer sehr guten Position in Hoyerswerda und in Bautzen ist. Das heißt, irgendetwas von der sorbischen Art muss sich hier positiv niedergeschlagen haben und das hat sich für eine rheinische Familie durchaus bemerkbar gemacht. Also vor diesem Hintergrund, es ist fast natürlich, Herr Drews, dass ich wieder hier bin.
Meine Damen und Herren, dieser Sommer ist ein Sommer des Missvergnügens gewesen. Und jeder von uns, wir haben uns natürlich über das schöne Wetter gefreut, sieht natürlich die Entwicklung aus einem anderen Blickwinkel, aber ich sehe die Entwicklung aus meinem und mache daraus auch keinen Hehl. Und im Zusammenhang mit diesem Sommer ist mir etwas aufgefallen, was eigentlich für die Verlogenheit der deutschen und europäischen und transatlantischen Politik steht. Ich weiß nicht, wer sich von Ihnen noch daran erinnern kann, über welchen NATO-Sprecher wir in den völkerrechtswidrigen Krieg gegen Jugoslawien förmlich geprügelt worden sind. Das war damals Jamie Shea, dessen Gesicht jeden Tag uns so Begriffe erklärte wie Mord von unschuldigen Menschen, das ist der berühmte Kollateralschaden der NATO oder andere Dinge mehr. Und dieser Mann ist in diesem Sommer in Berlin für seine Leistungen geehrt worden. Meine Damen und Herren, wenn wir so verkommen sind, dass unsere Regierungen nicht wissen, wie sie dem Volk gegenüberzutreten haben, dann machen wir sowas. Dann ehren wir diejenigen, die uns in die Kriege treiben. Und meine Damen und Herren, haben wir in Europa nicht genug davon, immer wieder ganze Generationen zu betrauern? Muss das sein? Müssen die Vertreter der NATO die völkerrechtswidrige Kriege zur Hauf führen? Müssen die auch noch dafür geehrt werden? Oder wäre es nicht besser, im Internationalen Kriegsverbrechertribunal in Den Haag eigene Räumlichkeiten für die Führungsspitzen der NATO zu schaffen? Meine Damen und Herren, das sind doch alles Dinge, die verträgt man nicht. Und die zerstören die Glaubwürdigkeit unserer Nation in einer Art und Weise, dass wir uns gar nicht ausrechnen wollen, wohin das führen kann. Und das Zweite haben wir doch vor wenigen Tagen im Zusammenhang mit den Überlegungen innerhalb der Europäischen Union gehört, dass jetzt eine europäische Armee zusammen mit Frankreich geschaffen werden soll. Meine Damen und Herren, das Bilden von Armeen geht über unsere Hutschnur. Es ist ja nach Ende des Kalten Krieges nichts Gutes dabei rumgekommen. Wir stehen heute in einer Situation, die uns möglicherweise die größten Probleme unseres Lebens überhaupt macht. Aber was diese Überlegung im Zusammenhang mit der Europäischen Union und gemeinsamen Streitkräften mit Frankreich anbetrifft, will ich nur darauf verweisen, dass wir in dieser Woche bemerkenswerte Fernsehberichte auf Arte gesehen haben. Da ist an einem Abend, ich glaube, es war der Dienstagabend, 4 Stunden lang über den Präsidenten Obama berichtet worden, auch über den Libyen-Krieg. Und meine Damen und Herren, es ist ja so, dass offensichtlich unser Bundespräsident und unsere Bundeskanzlerin davon ausgehen, dass dieses Volk einer totalen Amnesie unterworfen ist. Aber wir können uns noch an den Ausbruch des Libyen-Krieges erinnern. Und was war damals? Die Staats- und Regierungschefs sind nach Paris gerufen worden, um darüber zu beraten, was man mit Libyen machen sollte. Auch militärische Aktionen. Unsere Bundeskanzlerin war noch nicht in Paris gelandet, als der französische Staatspräsident Sarkozy, der will es ja jetzt wieder versuchen, die Weisung gegeben hatte, französische Jagdflugzeuge in die Luft zu bringen. Und die haben dann, da saßen die noch nicht am Verhandlungstisch, schon Fakten geschaffen. Sie haben Libyen bombardiert. Von hohen Offizieren der Bundeswehr weiß ich, wie die Dinge damals abgelaufen sein müssen. Das war eine so schnelle Entscheidung von Sarkozy, dass niemand eine Zielplanung für Ziele in Libyen hatte. Und dann haben die sich die verschrotteten und verrosteten Panzer ausgesucht, um da ein Feuerwerk zu veranstalten und den Krieg zu beginnen. Das hatte nur die Aufgabe und den Zweck, für das abendliche Dinner im Élysée-Palast, zum Nachtisch vermutlich, die Opferzahlen und die Erfolgsmeldungen zu präsentieren.
meine Damen und Herren, das ist eine Perversion staatlichen Handelns, die unser Land kaputt macht. Und ich sage das mit allem Nachdruck, denn jetzt geht es ja um was Größeres. Herr Drews hat es ja angesprochen im Zusammenhang mit Syrien. Meine Damen und Herren, die Entwicklung, mit der wir es zu tun haben, ist doch darauf gerichtet, sich den Eigentlichen, den man meint, vor die Brust zu nehmen. Russland, Putin. Und da kommen ja Dinge hoch, wo ich nur sagen kann, habe ich eine tolle Erinnerung und werde die in meinem Leben auch nicht vergessen. Ich habe in der letzten großen NATO-Übung des Kalten Krieges, das habe ich hier in Bautzen schon gesagt, die Übung als Verteidigungsminister geführt. Ich habe drei Dinge dabei gesehen. Vor jeder militärischen Auseinandersetzung werden die Migrationsströme geplant. Wer das nicht glaubt, der kann sich in den Unterlagen des gemeinsamen Ausschusses aus Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung auch nachträglich nur unterrichten, wenn die dann zugänglich sind. Und für konventionelle Auseinandersetzungen, wenn man denn damit liebäugelt, kann ich nur sagen, die brauchen wir gar nicht. Bereits die Migrationsbewegungen legen unsere Gesellschaften flach. Dann tut sich hier nichts mehr. Und ich kann jeden nur warnen, eine konventionelle Auseinandersetzung in Europa, da braucht es noch gar nicht nuklear zu werden, ist das Ende unserer Zivilisation. Und wenn dann ein Bundespräsident vor 2 Jahren in München auf der Sicherheitskonferenz im Bayerischen Hof hingeht und eine deutsche intensivere Kriegsbeteiligung fordert und uns den Weg wieder in den Krieg öffnen will, dann kann ich nur sagen, kennt dieser Mann nicht seinen Amtseid? Kennt er nicht die Verfassung dieses Landes, die jeden verpflichtet, jeden deutschen Politiker zum Frieden in der Welt beizutragen? Ist das der Friede, dass wir jetzt gegen Russland in Stellung gebracht werden sollen? In der damaligen Situation waren die Dinge klar. Auch das Kriegsziel war klar. Und parallel dazu, wir haben noch fleißig Krieg geführt, gab es ja in den Vereinigten Staaten andere Informationen. Nicht von irgendeinem, der sie an deutsche Parlamentarier durchdrücken wollte, irgendwelche Pressevertreter, die damals noch wussten, dass Pressepluralismus bedeutet und nicht das, was wir heute in den deutschen Mainstream-Medien haben. Ich war damals verteidigungspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und bin mit meinen verteidigungspolitischen Kollegen jedes Jahr, solange ich im Amt war, nach USA geflogen. Es gab dafür eine klare Zielvorgabe. Die Amerikaner waren offen. Das war eine vertrauensvolle Kooperation. Und die haben uns Informationen gegeben, die die eigene Regierung entweder nicht hatte oder sie uns nicht geben wollte. Also haben wir uns die an Ort und Stelle in den Vereinigten Staaten abgeholt. Und die haben das bereitwillig mit uns geteilt. Das war eine USA, das waren Vereinigte Staaten, wo Partnerschaft nicht irgendwo am Papier stand, so wo das gelebt worden ist. Ganz anders, als das heute ist. Und die haben uns nicht nur landen lassen in Washington. Die Bundesrepublik Deutschland hatte und hat ein exterritoriales Gelände auf dem Dulles International Airport. Und man hat uns da abgeholt und gesagt, wir fahren euch nicht ins Hotel, sondern wir fahren euch direkt in das Hauptquartier der Central Intelligence Agency nach Langley. Und es gibt gute Gründe, warum wir das machen. Gespannt waren wir. Die Kontakte gab es ja sowieso. Und dann sind wir in einen großen Versammlungssaal gebracht worden, wo die gesamte Führungsspitze anwesend war und uns erklärte, warum man uns dahin geholt hatte. Und ich kann nur sagen, dramatisch. Die haben uns im Sommer 88 in Washington, in Langley, muss ich sagen, Folgendes erklärt. Alles das, was wir euch, das sind jetzt meine Worte, was wir euch über Jahrzehnte über die Sicherheitslage in Europa erzählt haben, das könnt ihr alles vergessen. Die Russen,
Die Sowjets waren es ja damals. Die machen nichts anderes, als Mütterchen Russland zu schützen. Und zwar zu schützen aus den Konsequenzen von Adolf Hitler und Napoleon. Dafür ist das Ganze. Und meine Damen und Herren, das war so dramatisch, dass der damalige Generalinspekteur der Bundeswehr den amerikanischen Botschafter in Bonn, Richard Byrd, dem Vernehmen nach aus einer Münchner Opernvorstellung geholt hat und dem gesagt hat, wenn ihr das deutschen Abgeordneten erzählt, bricht die deutsche Verteidigungsbereitschaft zusammen. Warum sage ich das heute? Weil sich dieser Satz auch in seinen Konsequenzen und im Umfeld, was es damals sehr positiv gegeben hat, bei mir eingebrannt hat. Wenn das aber damals die amerikanische Erkenntnis war, was soll denn die russische Führung heute in Moskau sagen, wenn unsere Panzer, NATO-Panzer, 150 Kilometer entfernt von den Stadtgrenzen des leidgeprüften Leningrad stehen? Meine Damen und Herren, ist das unsere Politik? Die müssen doch in Moskau denken, Adolf und Bonaparte stehen wieder vor unseren Grenzen. Und meine Damen und Herren, das kann nicht die Aufgabe der deutschen Politik sein. Gar nicht. Und man muss sich natürlich fragen, mit welcher Überlegung das Ganze noch zu garnieren ist. Und ich kann darauf eine deutsche Antwort finden. Wenn die russische Führung, egal was die machen, das ist deren Land, ich habe die nicht gewählt, und wenn ich in Russland wählen könnte, wäre ich vermutlich genauso aufmüpfig, wie ich hier bin. Also vor diesem Hintergrund, jeder hat das Land, in dem er lebt. Ich lebe hier. Aber wenn die Russen sich Gedanken darüber machen müssen, was eigentlich los ist auf der Welt, dann komme ich wieder zurück auf 1988 und die Zeit, die dann zur Wiedervereinigung Deutschlands und zum Ende des Ost-West-Konfliktes führte. Das ist wesentlich von der damaligen Sowjetunion, der heutigen Russischen Föderation betrieben worden und erinnert in dramatischer Weise an unsere eigene deutsche Geschichte. Das kaiserliche Deutschland hat 1917/18 die Waffen gestreckt im Glauben an die 14 Punkte von Wilson. Man hat darauf vertraut, fair behandelt und nicht mit weiteren Hungerblockaden für 2 weitere Jahre dezimiert zu werden, nachdem man schon die Waffen gestreckt hatte. Und wir haben uns Versailles eingehandelt. Das Dramatischste, was es überhaupt in der modernen Geschichte gegeben hat. Und meine Damen und Herren, die Folgen davon wissen wir alle, wo Deutschland dann auch gelandet ist, zielgerichtet gelandet ist. Und warum soll man in Moskau nicht der Auffassung sein, wir, die Russen, die Sowjets, früher haben das Ende des Kalten Krieges wesentlich herbeigeführt. Wir haben die Wiedervereinigung Deutschlands nicht nur zugelassen, sondern wesentlich gefördert. Ich brauche ja nur an Mitterrand und Maggie Thatcher in diesem Zusammenhang zu erinnern. Dann wäre ich ja bis heute noch nicht nach Bautzen gekommen, wenn Maggie Thatcher oder Mitterrand damals das Sagen gehabt hätten. Wir wären weitergeteilt. Es war eine sowjetische Großleistung. Und die haben das alles gemacht, und haben heute die NATO-Panzer an ihrer Grenze stehen. Meine Damen und Herren, das verbindet uns. Das macht nachdenklich auf allen Seiten. Wir haben uns damals Versailles eingehandelt und die möglicherweise den großen Konflikt. Denn das, was in den zurückliegenden 20, 25 Jahren in Europa passiert ist, muss man sich doch auf der Zunge zergehen lassen. Ich fahre gerne mit dem Zug. Und ich fahre vor allen Dingen, wenn ich nach Dresden oder nach Berlin fahre, fahre ich gerne von Düsseldorf oder Köln aus mit dem ICE. Nicht nur, weil es schnell genug ist. Es ist für mich immer noch ein großes Erlebnis, diese Strecke fahren zu können.
Für die Nachgeborenen ist das eine Selbstverständlichkeit. Als unser Sohn in Dresden studiert hat, der hat sich da keine Gedanken gemacht. Der ist da gefahren oder über die Autobahn. Aber für mich ist das was. Und die Dinge, die wir in den ganzen Jahren gemacht haben, führen uns ja zurück auf diese Fragestellung. Wir haben im November 1990 gesehen, dass die Staats- und Regierungschefs, die das Ende des Kalten Krieges eingeläutet hatten und das Ganze großartig bewältigt haben, sich in Paris im November in die Hand und in die Augen versprochen haben, es gibt nur noch Frieden in Europa. Es gibt Demokratie, Pluralismus in der Presse. Es gibt Wohlstand und da werden wir alle zusammenarbeiten. Die Tinte war noch nicht trocken, als die Vereinigten Staaten daran gegangen sind, die NATO von den Füßen auf den Rücken zu legen. Wir, die Bundesrepublik Deutschland, alt, muss ich ja sagen, sind der NATO als Verteidigungsbündnis beigetreten. Das war das Maximum, was man in Bonn bekommen konnte. Nichts anderes, Verteidigung. Aber die anderen wollten auch nichts anderes, sie wollten verteidigen. Und damit sind wir natürlich auch in die Regelungen nach der Wiedervereinigung und im Zusammenhang mit der Wiedervereinigung gegangen. Und haben gesagt, es wird keine Ausdehnung der NATO geben, selbst als Verteidigungsbündnis nicht. Und deswegen ist der Bundeskanzler Helmut Kohl meinem Vorschlag gefolgt, nur deutsche Truppen auf dem Gebiet der noch bestehenden DDR zu stationieren. Wir wussten doch um die europäische und die deutsche Geschichte. Und wir wussten doch darum, dass wir es mit einer Summe von Empfindlichkeiten zu tun haben würden. Und niemand in Bonn wollte an diese Empfindlichkeiten rühren, wollte nicht daran gehen. Und in der NATO auch nicht. Und das hat die Vereinigten Staaten so maßgeblich gestört, dass sie in den 90er Jahren alles unternommen haben, siehe völkerrechtswidriger Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien, die NATO vom Verteidigungsbündnis zu einer Angriffsformation zu machen, die weltweit ohne Rücksichtnahme auf die Charta der Vereinten Nationen agieren kann und auch agiert. Meine Damen und Herren, die wussten ganz genau, dass weder im deutschen Volk noch in den anderen Völkern Europas es eine Bereitschaft geben würde, eine parlamentarische Abstimmung zuzulassen zu der Frage, werden wir von einem Verteidigungsbündnis zu einer Angriffsformation. Wussten die ganz genau, dass das nicht ging, dass wir nicht zustimmen würden. Und deswegen haben sie neue strategische Konzepte entwickelt. Und die haben uns dann in einen Krieg nach dem anderen gezogen. Afghanistan, Irak, Syrien, Libyen, Mali. Wir haben da unsere Nachbarschaft in Schutt und Asche gelegt und wundern uns dann, dass diese Situation von Menschen genutzt wird, sich in Sicherheit zu bringen und von vielen anderen, die sich natürlich ökonomisch bessere Verhältnisse in Europa versprechen. Das ist doch die Ausgangssituation. Und wenn die Bundeskanzlerin in diesem Zusammenhang sagt, Fluchtursachen bekämpfen, dann kann ich der Dame doch nur raten, dann schließt doch Rammstein. Oder bedeutet Fluchtursachen bekämpfen, dass man den leidgeprüften Menschen in den Flüchtlingszentren der Vereinten Nationen in Jordanien, in der Türkei oder wo auch immer das Geld für die Rationen zum Überleben nicht mehr gibt? Das war es doch vor 2 Jahren, was dazu beigetragen hat, diese Entwicklung loszutreten. Und dass die Herrschaften in Berlin eine Diskussion über diese Fragestellung nicht wollen, das stellen Sie jeden Tag unter Beweis. Aber wir machen das nicht mit. Wir lassen nicht zu, dass auf dem Rücken dieses Volkes eine Politik betrieben wird, bei der wir keine Rolle spielen. Applaus
Was soll ich denn, wenn ich mit Soldatinnen und Soldaten aus dem Bereich der Bundeswehr spreche, was soll ich denen denn sagen? Ich habe ja eben auf der Fahrt hierhin von Dresden, Neustadt, Werbeanzeigen aus dem Bereich des Verteidigungsministeriums gesehen. Ich bin den Soldaten aus alter Verbundenheit weiter verbunden, gar keine Frage. Nur, ich habe im Jahre 2007 mit einem ausländischen, guten, langjährigen Freund ein langes Gespräch, wie auch mit den Vorgängern, mit dem afghanischen Präsidenten Karzai geführt, in Kabul, in seinem Präsidentenpalast. Und dann hat er im Verlauf des Gesprächs gesagt, es ging ja nur um die Auseinandersetzung, im Jahr 2004 haben die afghanischen Stämme, die sich nicht grün untereinander sind, aus welchen Gründen auch immer, die haben den Amerikanern angeboten, wir schließen Frieden und werden die Waffen nie mehr ergreifen. Und die Amerikaner haben das abgelehnt. Die wollen keinen Frieden. Und dafür sind 56 Soldaten der deutschen Bundeswehr gefallen. Und wir haben Milliarden Steuergelder dafür ausgegeben. Ist das der Preis, mit den Vereinigten Staaten im Bündnis zu sein, umgebracht zu werden? Das muss man doch in diesem Zusammenhang sagen und deutlich genug machen. Denn das Nächste, und da haben Herr Dresen und ich vorher drüber gesprochen, steht uns ja möglicherweise in dieser Region wieder bevor. Es hat ja, wenn Sie sich erinnern, vor 14 Tagen Meldungen darüber gegeben, dass sich die Inder und die Pakistanis wegen Kaschmir wieder in die Wolle geraten sind. Es hat Tote gegeben. Und es war vor dem Hintergrund der europäischen Erfahrung mit den Vereinigten Staaten im letzten Jahrhundert, eigentlich nach 1990 für mich überhaupt keine Frage, dass als Nächstes die Amerikaner nach Kaschmir gehen wollten, um von dort aus über die Einflussnahme auf die Wasserversorgung den gesamten Subkontinent in den Griff zu bekommen. Ein ehemaliger Ministerpräsident aus dieser Region hat mir das in Berlin genauso bestätigt, dass das in der zweiten Hälfte der 90er Jahre die Absicht gewesen sei. Und wenn ich einen neuen Kriegsschauplatz sehe, egal wo der auf der Welt ist, dann mache ich mir natürlich Gedanken darüber, was das wieder für uns bedeutet, weil, wie die Briten es gemacht haben, auch die Amerikaner in der Regel hinter allem stecken, was auf dieser Welt passiert. Und das muss dieses Volk doch wissen. Wir sind doch, und jetzt komme ich wieder auf Jamie Shea zurück, wir sind doch seit dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen Jugoslawien von dieser Bundesregierung, die es jeweils in Berlin gegeben hat, nach Strich und Faden nur belogen worden, um uns von einem Krieg in den anderen zu treiben. Und auf welcher Basis macht man das? Man glaubt das ja auch alles prima hinkriegen zu können. Ich weine insoweit Bonn keine Tränen nach. Das ist jetzt nicht bei mir eine nostalgische Frage, obwohl ich, solange ich in Bonn war, jeden Tag nach Hause fahren konnte. Hat auch Vorteile gehabt. Nur, die deutsche Zuständigkeit, die wir bis 1998 hatten, ist ja über den Maastrichter Vertrag, was die politische und parlamentarische Kompetenz anbetrifft, in andere Richtungen gelenkt worden. Wir haben eine Situation bekommen, dass von den 100% in Bonn 20% nach Berlin gegangen sind und 80% nach Brüssel. Das sagen sogar die offiziellen Papiere der Bundesregierung. Wir sind nicht mehr in dem Maße verantwortlich für unser politisches Tun, wie das im alten Bonn bis 98 auch für das wiedervereinigte Deutschland noch der Fall war. Nur das, was dann nach Berlin gegangen ist und nach Brüssel, das unterliegt doch nicht dem Willen von uns, des deutschen Souveräns. Da haben sich nicht Regierungsorganisationen und Lobbyorganisationen in Brüssel noch schlimmer als in Berlin drüber hergemacht und die entscheiden doch, was läuft.
Und wenn man das nüchtern sich ansieht, sind es ja in der derzeitigen Situation die Grünen, die über zwei Fragen entscheiden. Wie wird über die Migration die deutsche Gesellschaft verändert? Und Sie können das mit dieser Bundeskanzlerin ja prima machen. Und die Grünen sind die geborene Kriegspartei. Deswegen muss man sich auch die Koalition in Stuttgart, Grün-Schwarz, genau ansehen. Das ist ja einer der Trockenläufe für die nächste Bundestagswahl. Und wenn man sich beide unter diesem Gesichtspunkt, beide Partner unter diesem Gesichtspunkt ansieht, und ich habe das, was ich Ihnen hier sage, auch solange ich der Bundestagsfraktion angehörte und im Plenum nicht reden durfte, wegen meiner Auffassung, ich habe das in der Fraktion immer gesagt. Man muss sich die beiden Partner genau ansehen und dann weiß man, wohin der deutsche Weg führt. Und das wollen wir nicht. Und wir haben ja für diese Entwicklung weiteres vor der Brust, wie man so schön sagt. Konsequenzen, die uns ins Haus stehen können. Niemand, vor allen Dingen nicht derjenige, der ökonomisch tätig ist, hat gegen vernünftige Verträge mit anderen etwas. Ich kann meine chemischen Produkte und meine Autos, mein Corned Beef oder was auch immer verkaufen, wenn ich günstige und gute Handelsverträge habe. Sogar die Milch nach China und die Äpfel nach Russland. Gar keine Frage. Nur, wen hat was geritten, uns mit CETA und TTIP zu kommen, wo es darum geht, die parlamentarische Demokratie qua internationalem Vertrag abzuschaffen? Das sind doch die Dinge, mit denen wir es zu tun haben. Die Schiedsgerichte, ob privat oder öffentlich, sind ein Sonderrecht zulasten aller nationalen Parlamente und aller nationalen Gerichte. Wenn ein Vertrag dann auch noch durch Fachleute weiterentwickelt werden soll und an den Parlamenten vorbei die Zukunft bestimmt wird, dann ist das doch nichts anderes als das Regime einer Kolonialherrschaft über uns. Man muss das doch so nüchtern ansprechen. Deswegen habe ich doch Verständnis dafür, wenn unsere Autos nach Amerika verkauft werden, aber deswegen erwarte ich doch nicht, dass die Amerikaner auf den amerikanischen Kongress verzichten in so wichtigen Handelsfragen. Und ich gehe auch davon aus, dass dieses Land nicht auf den Deutschen Bundestag und die Bundesregierung verzichtet. Es sind dieselben Ausgangspunkte. Und deswegen ist das eine Gesamtentwicklung. Und deswegen habe ich auch gesagt, wie das mit dem Wechsel von Bonn nach Berlin gewesen ist und wie das dann aussieht mit der Zuständigkeit des Souveräns in Deutschland. Der Souverän sind wir und das Demonstrationsrecht ist nicht ein Gnadenrecht dieser Bundeskanzlerin. Und dann müssen wir uns natürlich Gedanken darüber machen, wie überstehen wir die nächsten Wochen, wenigen Wochen bis zur amerikanischen Präsidentschaftswahl. Das hängt ja alles miteinander zusammen. Bei uns wird getan, als gäbe es immer noch eine amerikanische Unterstützung für TTIP. Sie müssen sich nur das anhören, was Frau Clinton und Herr Trump dazu sagen. Danach ist das ja in Amerika töter als tot. Nur bei uns wird der Eindruck aufrechterhalten, als könne man es darüber noch rocken, um diesen Begriff zu verwenden. Nur, das mit den beiden hat ja noch andere Auswirkungen. Es gibt viele, und dazu zähle ich auch, die derzeit das Gefühl haben, dass wir in der brandgefährlichsten Zeit unseres Lebens leben. Und zwar im amerikanischen Vorwahlkampf. Man hat ja den Eindruck, dass Obama
es nun wirklich nicht mehr kann. Die Zügel sind aus der Hand. Und dass diese Zeit genutzt wird und genutzt werden soll von dem demokratisch-republikanischen Kriegsestablishment, die künftige amerikanische Regierung mittels eines Krieges so vor vollendete Tatsachen zu stellen, dass kein anderer Weg mehr möglich ist. Es muss einen schon besorgt machen, wenn vor allen Dingen aus dem republikanischen Lager die Leute sich unverhohlen zu diesem Kriegsestablishment bekennen. Das heißt, ob Trump oder Clinton drankommt, es gibt dann noch was anderes. Und das, was Herr Drews eben gesagt hat im Zusammenhang mit Syrien, ist ja nur ein Minenfeld, das uns um die Ohren fliegen kann. Und ich habe heute Morgen auf einer russisch-deutschen Wirtschaftskonferenz in Berlin gesprochen und habe da gesagt, im Zusammenhang mit den Dingen, über die wir ja nachdenken können, wenn man sich die Frage vorlegt, wird Russland bestehen bleiben, findet man leichter zu einem Ja, als wenn man sich die Frage vorlegt, werden die Vereinigten Staaten weiter existieren können, wenn sie keinen ungehinderten Zugriff zu den russischen Ressourcen bekommen? Die Frage vermag ich nicht zu beantworten, ist relativ unsicher. Das macht doch deutlich, um was es wirklich geht. Und wir sind doch nicht in einer Situation, dass wir sagen, wir lassen leichtfertig mit dem Leben unserer Kinder und mit unserem Leben spielen. Wir sind gefragt. Und wenn man mich fragt, was man machen kann im Zusammenhang mit diesen Entwicklungen, da kann ich aus meiner rheinischen Sicht nur sagen, querlegen. Absolut querlegen. Und das wird uns ja, ich will nicht sagen, leichter gemacht, aber es tut sich was im deutschsprachigen Raum. Die Menschen haben ja zunehmend den Eindruck, dass diese Bundesregierung und der Bundespräsident in Berlin für dieses Land nichts mehr empfinden. Nichts mehr empfinden. Ich will die ganzen Verbalinjurien von Herrn Gabriel über unsere Landsleute lieber nicht nochmal hier vortragen. Aber wir stellen mit großem Interesse fest, dass es eine deutschsprachige Regierung gibt, die sich klar artikuliert, die handelt, die sagt, was zu sagen ist und die offensichtlich in Zusammenhang vielleicht auch mit der Präsidentschaftswahl in Österreich, die da ansteht, wenn Sie jemals noch mal eine Wahl fertig bringen, das kann ich auch nicht übersehen, die aber sich so artikuliert, dass viele Menschen in Deutschland nicht zuletzt über den sympathischen Außenminister Kurz, aber auch über den Bundeskanzler den Eindruck haben, es gibt noch politisch Verantwortliche, die wissen, wie das Volk tickt und die trotzdem eine konstruktive und menschenwürdige Politik in Europa betreiben. Meine Damen und Herren, wenn das so weitergeht mit der Berliner Politik, haben wir zwar die Regierung und das Parlament nach Berlin übertragen, aber unsere Hoffnung liegt in Wien. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Herrn Wimmer, dass er uns heute hier besucht hat. Und vielen Dank an euch, dass ihr heute hier wart.